Tarauch und willkommen in Dr. Bums Geheimlabor. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit den beiden verbleibenden Bossen der Todeszone. Erst Klein Sturmi, dann Elektra Sturmschlag. Elektra geht gleich in die Luft. Schon wieder. Sie könnte eure Hilfe gebrauchen. Guter Gegen Klein Sturmi. Ja, ist der Wahnsinn. So, wie funktioniert das? Kurz mal überlegen, wir haben 10 Mana-Kristalle. Wir müssen auf jeden Fall mit den Pyromanten arbeiten und brauchen dann von Tyrion noch... Ja, den zuerst. Die Waffe wollte ich sagen, von Tyrion die Waffe. So, jetzt sind die ganzen Kram da drüben los. Tyrion auf einmal rüber. Und dann müssen wir die Gleichheit nehmen, damit wir an die Waffe kommen. Und wie ich gerade sehe, haben wir noch 2 Mana-Kristalle über. Ich dachte gerade, jetzt versaut, aber der Murloc ist noch da. Geil. Boing, boing. So, 18 Schaden müssen wir machen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall mit diesen Hopsern hier arbeiten. Ich wollte gerade sagen, wie kriegen wir denn da Ansturm drauf? Aber so war das. Ausbruch nennt sich hier die Karte. Wir brauchen auf jeden Fall sie hier. Dann holen wir uns mal den ersten Hopser. Den machen wir mit Meucheln platt. Nächster Hopser. Guck mal, ich beide schon spielen, ist total Wurst. Den killen wir damit. Ja. Brauchen die Münze natürlich noch für. Den Hopser raus. Zurück auf die Hand mit dem Kollegen. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass ich hier irgendwas falsch gemacht habe. So, alle kriegen Ansturm. Ich habe mir das nicht genau durchgelesen. Dann ist es doch alles richtig. Wo ein Wille ist. Wirst du. Gehen wir ganz stark von aus. Also, wie machen wir das? Wir müssen erst den Angriff auf 1 reduzieren. Dann müssen wir sie heilen. Oh, ich hab's, glaube ich, schon verrissen. Ich hab's schon verrissen. Nochmal, bitte. Dann bin ich beruhigt. So, den brauchen wir zuerst, damit die Zauber weniger kosten. Also, jetzt haben wir nämlich auch nichts fürs innere Feuer, damit der Angriff auf 1 geht. Dann müssen wir sie heilen. Erst jetzt können wir sie übernehmen. Sonst hätten wir sie nämlich mit dem Kreis der Heilung vernichtet. 2x verdoppeln. Und schon sind wir bei 20 Angriffskraft. Offensive Rüstung. 10 Mana-Kristalle haben wir zur Verfügung. Der Diener gibt sämtliche Schadenspunkte, die er kriegt, an kleinen Sturmi ab. Das heißt, wir haben hier einen Schildschlag und müssen möglichst viel Rüstung aufbauen, um mit dem Schildschlag ihm ordentlich Schaden reinzujuckeln. Was haben wir denn hier alles? Ein Wirbelwind. Der ist gar nicht mal schlecht. Die brauchen wir auch. Jawohl. Okay. Wir brauchen... Die auf jeden Fall. Alle auf dem Board. Jetzt hat sie 4 Diener. Dadurch kriegen wir hier ein bisschen Rüstung.
das noch? Ansturmverein. Ja, dann verpoolen wir ihm Ansturm. Benutzen vorab den Wirbelwind. Das kann jetzt noch mit dauern. So, wir haben bewusst einen Ansturm gewählt für einen mit einer Angriffskraft. Damit der Kollege hier noch überlebt. Und schon geht's genau auf. Das klingt ein bisschen ungesund. Schmerzhafte Heilung. Bei der Hitze, die wir hier diesen Sommer haben, auf jeden Fall. Fügt dem feindlichen Held jedes Mal 2 Schaden zu, wenn ein Diener geheilt wird. Dann haben wir 2x Todesröcheln. Alles kriegt einen Schaden. Und Ansturm. Da muss ich einen Augenblick überlegen. Wir knacken dem erstmal einen rein. Dann brezeln wir die hier ein bisschen auf. Dann können wir ihm nämlich noch den Blitzschlag reinbügeln. Ein Schadenspunkt. Das ist eigentlich völlig egal, wer den kriegt. Hauptsache er nicht. Dann geht's los mit der Heilung. Okay, sie hat's gemerkt. Dann schicken wir schon mal alles rüber. Nehmen die Münze und den Blitzschlag noch zum Schluss. Den gibt's, glaube ich, nicht wirklich hier, ne? Wie kann man sich nur sehr darüber freuen, wenn man platt gemacht wird? So. Getoastete Hydra. Also, sie hat nur noch 7 Leben, keine 8 mehr. Dann, wir brauchen in jedem Fall die beiden Pyromanten. Die dürfen nicht sterben. Mit der Münze gehen nochmal 2 und mit dem Wirbelwind gehen da auch nochmal 2 rein. Und durch die Waffe gehen da noch welche rein. Dann greifen wir die Waffe jetzt mal nach vorne an. Münze raus. Und Wirbelwind hinterher. Bei ihr hält das ein bisschen auf, bis sie stirbt irgendwie. Reihenfolge ist entscheidend, jetzt ging die Hydra nämlich auf minus 1. Kuthun, Kuthun, Kuthun! Ja, alles klar. Da habe ich vorhin, was heißt vorhin, also irgendwann gestern spät abends, ewig lange dran gesessen an dem Ding. Ich glaube, das waren über 20 Minuten, bis ich das Teil gelöst hatte. Da werde ich jetzt mit Sicherheit auch wieder für brauchen. Also, wie habe ich das gemacht? Das ist die Frage. Ich glaube, ich habe die gespielt. Seid ihr mein Meister? Den Lebenszug rausgeknallt. Weiße Heilung drüber. Den übernommen. Mach hin. Kann ich schon benutzen? Ah, das geht schon. Machen wir direkt von da. Den Lebenssog drüber. Ich glaube, so war das. Ich hoffe es hier. Nein, der Button leuchtet grün. Wir sind wahrscheinlich bei 16 wieder angekommen. Ja. Ein Schaden zu wenig. Gut, dann teste ich mal ein bisschen rum und schneide dann dahin in den Versuch, wenn ich es endlich schaffe. Ihr kommt mir auch nur mit Wasser.
So sieht's aus. Also nochmal den wieder raus. Seid ihr mein Meister. Einmal zaubern. Und jetzt übernehmen. Die Reihenfolge ist entscheidend. Und dann erst den Kreis der Heilung bringen. Weil er auch nochmal plus 1 auf Punkt vielleicht, wenn man zaubert. Ich meine, das müsste es sein. Jawohl. Hier schlage. Ping-Pong. Könnt ihr das neutralisieren? Ich denke schon. So, die Kavum-Knolle, Entschuldigung, ist wieder dabei. Wenn sie Schaden kriegt, wechselt sie die Seite. Wenn sie stirbt, stirbt der Held. Unter dessen Kontrolle sich das Teil gerade befindet. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall mit einem Wein arbeiten. Müssen wir mal gucken. Wir haben einen mit 1, mit 3, mit 5. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Diener mit 2 Leben. Einen mit 4. Der ist eigentlich relativ Wurst. Es fehlt jetzt nur noch ein Diener mit 3 Leben. Das bedeutet, wir dürfen für ihn nur 2 Karten auf der Hand halten. Also beide Münzen rauskoffern. Raus mit dem Drachen. Und in Wein. Nicht richtig. So, warum leuchtet das Ding grün? Ja, logisch nicht richtig. Ich weiß, wo es gelegen hat. Mhm. Nochmal. Das Ding ist nicht, ne? Genau. Das heißt, wir müssen mit dem zusammenschmelzen. Nee, darauf. Dann kann der da reinrennen. Wichtig ist, dass es eine gerade Lebensenergiezahl ist, wenn wir ihn besitzen. Und dann nochmal den Plan, wie eben durchziehen. Und es fehlt immer noch der Diener mit 3. Oh, bitte. Bis ins eigene Fleisch. Na, ich brauche hier ein bisschen länger bei dir, weil ich da noch ein bisschen überlegen muss. Also, alles was wir ausspielen, zumindest was ein Bild hier ist, kriegt Ansturm. Das heißt, wir schnappen uns den. Und den. Dann laufen wir mit einem schon mal rüber. Münze. Der darf nochmal los. Jawohl. Ach, ich hab den gerade verwechselt. Ich dachte nur, rechts und links kriegt bloß einen Angriff, aber jetzt sind ja alle Wildtiere. Gut. Wächter des Tors. Ich habe zu viel vom Lichtersturm absorbiert. Helft mir! Wir arbeiten dran. Keine Panik.
Also, wir müssen den ganzen Schmutz da drüben loswerden. Das heißt, wir brauchen... den auf 2. Den auf 1. Dann richten wir mit Entweihen... drei Schaden an. Ja... das passt aber nicht. Nochmal. Schlagen wir diesen Versuch in den Wind. Ja, vergessen wir das Ding. Also, wir brauchen zwei Diener mit einem Leben, damit wir nur zwei Schaden anrichten. Sehr gut. Einmal Höllenfeuer, dabei verlieren wir einen. Aber die anderen machen noch ausreichend Schaden. Schamanenkraft. Ich habe das ganze Labor überladen. Bitte, jemand muss mich aufhalten. Warum machst du denn so einen Scheiß, ey? So, überlegen wir mal. Das Ding muss auf jeden Fall sterben für 5 Schaden. Da müssen wir irgendwie zweimal einen Schadenspunkt reinbübeln. Also... fügt einem Diener 8 Schaden zu. Dann klatschen wir das erstmal aufs Gottesschild. So. Als nächstes... stopfen wir den da rein. Gut, dann das Toten dahin, der beseitigt den. Ein bisschen aufgebrezelt und das passt wieder genau. Mussten also doch nicht 2 Schadenspunkte einzeln rein. Selektive Stampede. Gut, wie war denn das nochmal? Wir brauchen auf jeden Fall eine Kopie davon, damit unsere Diener Ansturm haben. Haben aber nicht alle, das hier ist nämlich kein Wildtier. Also, kopieren wir den erstmal. Dann müssen wir den Vogel noch beseitigen. Wie machen wir denn das jetzt? Mit den beiden? Ich glaube, das haut nicht hin. Na, 2 Mana haben wir noch. Nochmal. Bei mir habt ihr die Sturm frei. Alter, die haben mit Wortwitzen hier aber auch echt nicht gegeizt. Dahin. So, und jetzt klatschen wir den einmal raus. Weg damit. Den nachher. Damit. Dann können wir ihn hier spielen. Und dann passt das. Zaubersucht. Oh, schön. Also, wir knacken in jedem Fall schon mal die Münze raus. Und Morcheln können wir da anwenden.
Wie machen wir weiter? Wir... Den noch nicht. Hauen den raus. Wir brauchen zwei Blüten. Eine jedenfalls, um den da drüben zu beseitigen. Kriegen zwei weitere Münzen. Solange der Tau unverletzt ist, können wir ihr den reinjuckeln. Blüte hinterher. Und dann... Passt wieder genau. Danke. Jetzt fühle ich mich ein wenig besser. Gerne. Dadurch, dass die Todeszone jetzt komplett abgeschlossen ist, würde normalerweise noch eine Animation kommen, also beim ersten Mal. Hier unten sind nämlich noch vier Felder, den haben wir jetzt freigeschaltet. Um diese vier kümmern wir uns aber erst zum Schluss. Noch eine kurze Info, nicht, dass ihr hier vergeblich auf meinem Kanal auf weitere Folgen vom Geheimlabor wartet. Ich schaff's erstmal nicht, weitere Folgen aufzunehmen und hochzuladen, weil ich jetzt eine Woche in den Urlaub fahre. Es geht also frühestens in 8 oder 9 Tagen weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sag bis neulich.